Ich habe heute mal wieder einen Haul für euch. Und zwar war ich eigentlich hauptsächlich bei DM einkaufen. Es sind jetzt noch ein paar Sachen von Rossmann dabei, die ich mir schon vor etwas längerer Zeit gekauft habe, die ich euch aber noch nicht gezeigt habe. Und die nehme ich jetzt einfach nochmal mit rein. Und ja, als erstes seht ihr wahrscheinlich, falls ihr mir noch nicht auf Instagram oder Twitter folgt, dass ich heute etwas anders aussehe als sonst. Und zwar sind meine Haare ab. Ja. Und ich weiß, dass da auch Leute geteilte Meinungen zu haben. Es gibt da verschiedene Fronten, ob man das jetzt gut findet oder ob man das nicht gut findet. Und ich will da auch keine langen Diskussionen haben und deswegen werde ich euch einmal sagen, warum ich das gemacht habe. Ich habe meine Haare abgeschnitten, weil die Spitzen kaputt waren, aber ich dachte, komm, ab damit, gleich auch noch ein bisschen mehr. Und deswegen ist es jetzt diese Länge geworden. Ich denke, ich kann das ganz gut tragen. Und ihr seht auch, die Farbe ist anders. Und zwar wollte ich meine Farbe, gerne meine Naturhaarfarbe anpassen. Und deswegen sind sie jetzt in einem, ja, aschigen Ton, in einem dunkleren, aschigen Blond. Und leider fängt die Kamera das nicht so schön an und ein. Und meine Haare sind hier oben auch nicht dunkel. Ich weiß, dass man das im Licht schlecht sehen kann, aber ich kriege es einfach nicht besser eingefangen. Und nur damit ich mich nicht nochmal dafür rechtfertigen muss, weil sehr viele Kommentare gekommen sind. Und dann fange ich direkt jetzt mit dem ersten Teil an, bevor ich wieder nur über meine Haare laber. Und dann habe ich hier von Rival de Loup das seifenfreie Waschgel für normale Mischhaut. Und das habe ich mir einfach nur mitgenommen, weil es im Angebot war und ich bin so begeistert. Und es hat mittlerweile meine Produkte von Alverde in meiner Hautpflegeroutine abgelöst. Und das muss wirklich schon was heißen, weil ich mich vorher immer durch die Drogerie durchprobiert habe, nie was Vernünftiges gefunden habe, bei Alverde hängen geblieben bin. Und das hier kann ich auf jeden Fall empfehlen und finde ich noch viel, viel besser. Dann habe ich mir einen Lippenstift gekauft von Rival de Loup. Das habe ich bis jetzt erst einmal getan. Fand ihn eigentlich ganz gut, aber da war mir dann zu viel Glitzer drin. Ich habe jetzt hier von Rival de Loup die Nummer 203. Und das ist halt so ein, ja, so ein Rosenholzton, der mir richtig gut gefällt eigentlich. Und ich finde, es ist ein schöner Alltagston. Und ja, kann man nicht viel falsch machen mit. Wollte ich nochmal ausprobieren. Und die Konsistenz ist wirklich cremig. Ich finde, er hält nicht so lange. Aber ich bin dennoch auf jeden Fall zufrieden damit, weil generell Lippenprodukte eher schwierig. Also es ist eher schwierig, dass sie lange bei mir halten. Und dann habe ich mir noch eine Sache wieder nachgekauft. Und zwar von Salt House, das Tote Meer Therapie Salz, also die Feuchtigkeitscreme. Und ich finde die so gut, das ist echt der absolute Wahnsinn. Die verzaubert meine Haut total. Ich habe seitdem eine richtig gute Haut, seitdem ich das regelmäßig benutze. Die letzte Tube ist jetzt nach, ich glaube, 2 Monaten leer. Und wie gesagt, habe ich mir nachgekauft, kann ich auch jedem empfehlen, der Probleme hat mit unreiner Haut und eher fettigere Haut. Also jemand, der sehr trockene Haut hat, dem würde ich das eher nicht empfehlen. Aber ansonsten könnt ihr da überhaupt nichts falsch machen und ja. Ich bin sehr, sehr begeistert. Das ist wirklich ein sehr tolles Produkt. Alle Preise stehen natürlich nochmal in der Infobox. Und ja, ich würde sagen, dann mache ich jetzt mit den Sachen weiter, die ich mir bei DM gekauft habe. Und da beginne ich dann jetzt als erstes mit Catrice. Und für diejenigen, die mich schon länger verfolgen, die wissen, dass ich die Catrice Nagellacke richtig liebe. Und ich habe mir jetzt hier gekauft die Nummer 01 Fuchsia-Rama. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Ich habe mir noch ein paar mehr Nagellacke gekauft, aber die waren nicht für mich und ich habe sie heute verschenkt. Deswegen kann ich sie euch leider nicht mehr zeigen. Aber ich würde eigentlich, ja, so ziemlich jeden Nagellack aus dem Catrice-Sortiment empfehlen. Das ist halt hier so ein schöner Fuchsia-Ton und ich trage den auch heute und ich liebe die Farbe wirklich. Ja, ist auf jeden Fall top. Ich liebe es, die Pinsel, die Haltbarkeit, die Catrice-Nagellacke sind einfach richtig klasse. Ebenfalls trage ich gerade von Catrice einen von diesen Pure Shine Color Lip Balms und das ist die Nummer 030 Don't Think Just Pink. Und ist halt ein Pinkton und sieht so aus, also ich habe davon schon einen von diesen Catrice Lip Butter Dingern hier und ich finde die richtig gut, also sehr cremig, halten auch bei mir sehr lange, die Farbabgabe ist Bombe. Und es fühlt sich einfach nicht so belegt an von den Lippen. Also oft sind Lippenstifte ja auch relativ schwer und das hat diese Lip Butter halt nicht. Und deswegen finde ich die richtig schön und mag die sogar lieber als diese Lip Butters von Astor. Also ich würde sogar sagen, dass ich die hier ein bisschen schöner finde. Aber das kommt dann vielleicht auch immer an, welche Farbe man hat. Weiter geht's dann mit Essence. Und da habe ich auch ein Produkt, was ich auch empfehlen kann. Was gut ist, ich konnte jetzt die meisten Produkte schon testen, weil es schon ein bisschen länger her ist, dass ich mir die Sachen gekauft habe. Und dann habe ich von Essence hier das All About Matte Oil Control Make-up Base.
Und ich hatte sonst immer diese Oil Control Base von P2. Die ist leider aus dem Sortiment genommen worden, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Meine war leider kaputt jetzt und deswegen musste ich sie wegwerfen. Und ja, ich war schockiert, dass es das nicht mehr im Sortiment gibt, weil es wirklich so ein tolles Produkt war. Ich habe da auch die Anti-Red Base und mochte die auch, also mag die auch. Ich habe die Gott sei Dank auch noch und ja, finde ich traurig. Aber das ist wirklich ein tolles Produkt, was die von P2 ersetzt. Hier ist natürlich viel weniger drin. Also ich glaube, in dem von P2 waren, ich glaube, 50 Milliliter drin sogar oder 45 oder so. Und hier von Essence ist leider auch teurer als das von P2. Und hier sind nur 20 Milliliter drin. Klingt jetzt erstmal sehr wenig, aber man braucht da wirklich auch überhaupt nicht viel von. Also von der P2, von dem P2-Produkt habe ich mehr benutzt. Und ja, ich benutze es jetzt immer auf meinen Augenlidern, weil die sehr, sehr ölig sind, immer, nicht nur im Sommer. Und in diesem Bereich hier, um das so ein bisschen porenverfeinert zu haben. Und das ist auch der Fall. Also es soll porenverfeinert sein. Und ja, das funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut und ich kann euch dieses Produkt auf jeden Fall empfehlen. Dann konnte ich noch aus dieser Grabbelkiste einen Nagellack von Essence ergattern aus der Cookies and Cream LA. Die ist ja wirklich jetzt schon ein bisschen älter. Ist halt so ein perlmuttfarbener Nagellack in so einem, mit so einem Perlmuttschimmer, so ein roséfarbener, cremefarbener Nagellack in der Nummer 04 Macaron C'est Bon. Und, oder Macaron C'est Bon. Ich weiß nicht genau, wahrscheinlich sollte man es eher französisch aussprechen. Und finde ich sehr schön, deckt nicht so gut und ich muss sagen, er gefällt mir auch nicht so gut, weil er so ungleichmäßig wird und so streifig, aber das ist ja mit diesem Perlmutt-Effekt Nagellacken sowieso immer ein bisschen schwierig. Dann habe ich jetzt noch zwei Wahnsinnsprodukte von Essence, die ich auch Hammer finde. Und zwar diese Creme-Lidschatten, diese Soft-Touch-Eyeshadows aus der Wave Goddess LE von Essence. Und da habe ich einmal diesen Peachy-Rosé-Ton. Und diesen bläulichen Ton. Das sind einmal, also das peachige, ist die Nummer 04. Life is better when you surf. Und das blaue ist die 03. Stand up and paddle. Und das sind so schöne Farben. Und vor allem, ich habe mir vom P2 neulich diesen Creme-Lidschatten geholt, den mir alle empfohlen haben, der mir ständig in diese kleinen Fältchen an meinem Auge verrutscht ist, weil ich Schlupflider habe. Und bei denen passiert das nicht. Dafür sind diese hier ein bisschen nicht so schimmernd. Nee, nicht so glitzernd. Schimmernd sind die hier auf jeden Fall. Nicht so glitzrig wie die vom P2. Also falls ihr das lieber mögt, schaut euch eher die P2 Sachen an. Es sei denn, ihr habt Schlupflider, dann würde ich euch eher diese empfehlen. Falls das Sinn macht. Aber wirklich wunderschöne Farben. Ein ganz spannendes Produkt, an das ich mich bis jetzt noch nicht rangewagt habe. Aber dazu werde ich, glaube ich, nochmal so ein, Video extra machen. Weil ich allgemein über diese Produkttypen das total interessant finde. Und zwar habe ich vom P2 das Wild Me Up Expressive Eyebrow Powder and Wax Duo. Diese Namen immer, ne? Ja. Und zwar in der Nummer 020 Snazzy Hazel. Und ja, es ist so ein richtig schöner Aschton, was perfekt für mich ist, weil sonst sind die ganzen Augenbrauenstifte und Puder und sowas aus der Drogerie immer zu warm für mich. Ich bin ein kühler Typ und ich bin so cool. Auf jeden Fall bin ich ein kühler Typ und brauche solche Aschtöne, die wirklich kühl sind und kein warmes Pigment damit drin haben. Und einen Wachs hier an der Seite. Und das Wachs habe ich bis jetzt nicht benutzt. Das Puder ist wirklich perfekt. Also wenn ihr ein kühler Typ seid und euch mehr solche Aschtöne stehen, dann solltet ihr schauen, ob ihr das vielleicht noch bekommen könnt. Oder in einer etwas anderen Nuance. Die sind allgemein sehr kühl, die Farben. Aber das Wachs habe ich mich bis jetzt noch nicht rangetraut, weil ich nicht genau weiß, wie ich das jetzt auftragen soll. Also mit was für einem Pinsel oder sowas. Und ja, bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber sehr, sehr neugierig und ich werde euch auf jeden Fall berichten. Dann habe ich jetzt noch einen Lippenstift. Ich bin momentan irgendwie total im Lippenprodukt- und Lippenstift-Fieber. Und der ist von P2, einer von diesen Pure Color Lipsticks in der Nummer 103 32nd Street. Und das ist so ein richtig knalliger Koralleton, der aber, ja doch, er ist knallig, aber irgendwie ist er gedeckt. Also versteht ihr, was ich meine? Er fällt auf, er ist halt mega, mega boom, aber immer noch in einem etwas dunkleren Koralle, als man sonst diese Neon-Koralle-Sachen findet. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie Sinn gemacht, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und ja, die von P2 kann ich auf jeden Fall empfehlen, die halten super lange und ich liebe sie. Und weil ich einfach ein Opfer bin, habe ich mir von Treacle Moon
mal wieder so eine Mini-Duschlotion mitgenommen, so eine Duschcreme. Ich habe da schon richtig viele von Shiklimo und ich habe alle Sorten, außer Kokosnuss, weil ich Kokosnuss nicht mag. Aber sonst habe ich alle Sorten und ich bin fleißig am Aufbrauchen. Aber es gab eine neue Sorte und ich musste sie einfach haben. Und das ist jetzt hier Iced Strawberry Dream. Und da steht drauf, ein saftig süßer Duft liebkost meine Nase. Ich schließe die Augen, leuchtend rote Früchte lachen mir mit der Sonne um die Wette. Frisch gepflückt mag ich sie am liebsten. Und es riecht einfach traumhaft nach Erdbeere und ich konnte nicht daran vorbeigehen. Wer kennt das? So, meine Lieben, ich hoffe jetzt nun, dass euch dieser Haul gefallen hat. Ihr könnt mir gerne wie immer eure Drogerietipps in die Kommentare schreiben, so wie ich das eigentlich immer handhabe. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare, eure Kritik und ihr könnt mir vielleicht auch schreiben, wie ihr meine Haare findet, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin alles Gute und tschüss!